Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt, auf das mich ein, ein Abonnent hingewiesen hat, was man vielleicht machen könnte. Nämlich der Randaliere meinte, Vorschlag, hey, ich habe mal eine Idee. Könntest du mit uns eine Communio-Season starten? Wie wäre das? Ja, es ist ein Vorschlag von ihm und ich dachte, na gut, dann erstelle ich eben mal eine Communio Community und die könnt ihr auf communio.de finden. Ihr meldet euch an, schreibt hier eure Daten rein, so bla bla bla, zum Beispiel Vorname Hans-Peter oder ich bin einfach der Otaldo hier in dem Fall und benutzt dann immer Passwort, wiederholen, E-Mail, ich habe verstanden und dann nicht zugelost der Community teilnehmen, sondern ich schließe mich einer bestehenden Community an. So, und wenn ihr dann hier macht, kostenlos mitspielen, dann müsst ihr eine bestehende private Community wählen. Macht also weiter. Community-Name und Passwort. Natürlich nicht Otaldo, sondern wir gehen mal hier rein. Es ist die Zockerdudes Community. Und das müsst ihr hier so eintragen. Einfach Zockerdudes, so wie es hier steht. Das könnt ihr vielleicht auch noch in die Kommentare schreiben. Zocker mit einem großen Z. Direkt daran Dudes mit einem großen D, Leerzeichen Community mit einem großen C. Und das Passwort ist einfach klein geschrieben Dudes. Also, so. Ich glaube, es war klein geschrieben Dudes. Hier seht ihr es. Eventuell müsst ihr vielleicht nochmal reinschauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mitmachen. Wenn ihr nicht wisst, was Communio ist, das geht eigentlich um Real-Life-Football oder Fußball. Und man kriegt dort Spieler zugewiesen. Zum Beispiel kann man hier sehen, ich habe hier eine Mannschaft. Ich habe Pedersen, ich habe Armin Younes, Arango und hast nicht alle gesehen. Arango zum Beispiel ist verletzt gerade. Wenn der spielen sollte, wird er wohl nicht verletzt sein. Und es geht eben darum, je nachdem wie die Spieler im wirklichen Leben spielen, werden sie bewertet. Und wenn sie gut spielen, kriegt man eben die Punkte dafür, für die Spieler, die man eben selbst hat. Das heißt, nur Spieler, die man aufgestellt hat und die gut spielen, bringen einem Punkte. Und wenn man hier den Spielstand ansieht, ja okay, Otaldo Dude ist hier der Einzige mit Mannschaftswert von 21 Millionen, 0 Punkte, ist ja klar. Und ja, hier sieht man noch die Community-ID, aber hier oben, das ist der Name, Zocker Dudes Community. Nämlich der Spielstand der Zockerdudes Community Community. Auch sehr gut. Ja, da könnt ihr einfach dann eben tippen. Das kann man sich hier mal anschauen. Das gibt nämlich auch Punkte. Und ihr sagt zum Beispiel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich so war mit den Spielern, wenn sie gut spielen. Wie auch immer. Es kann auch sein, dass das irgendwie Zusatzpunkte sind oder so. Keine Ahnung. Ihr gebt hier eigentlich ein, zum Beispiel, ihr sagt Bayern München 3, Gladbach 0. So, und ihr sagt Zufallstipps für den ersten, zweiten, dritten Spieltag. Für die ganzen Spieltage könnt ihr alle hier eintippen oder beziehungsweise hier Spieltag 1 anzeigen. Den möchtet ihr sehen, hier Zufallstipps, was auch immer. Und dann tippt ihr was ein und dann gebt ihr einen Tipp ab. Und sobald der Tag gelaufen ist, ja, gibt es eben Punkte. Abgabe bis 9.8.2013, dann kann man noch ein bisschen gucken, welche Spieler sind sozusagen dabei, welchen Tipp gebe ich ab, wie werden die da wohl spielen und dementsprechend auch am besten die Aufstellung eben wählen, eben dass man auch Spieler drinne hat, die auch spielen werden. Also man muss gucken, zum Beispiel Pedersen, der ist jetzt zum Beispiel verletzt oder Arango wäre verletzt zum Beispiel zum Spieltag, dann stelle ich den besser nicht auf und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man ein bisschen herumspielen und gucken. Dann gibt es eben halt auch diesen Transfermarkt, dass man sich versucht, Spieler zu holen. Ihr seht, ich versuche jetzt gerade Alaba zu ersteigern. Okay, wenn ich Glück habe, kriege ich ihn. Wenn nicht, dann eben nicht. Und dieses Gebot, das sieht natürlich keiner, was man da bietet. Man weiß eben nur, dass es eben ein Gebot gibt. Hier ist eben, ich glaube, es gibt irgendwie einen Zeitraum. Okay, sofern Spieler nicht verkauft oder vom Transfermarkt genommen wird und keine offenen Angebote für ihn vorliegen, bleibt der Spieler 2 Tage lang auf Transfermarkt. Also man muss sich beeilen, wenn die Spieler hier wechseln. Zum Beispiel Alaba, gute Spieler.
ist dann halt irgendwann weg. Bitte gib ein ganzzahliges Angebot neben dem Spieler, welchen du kaufen möchtest. Die Summe deiner offenen Angebote darf nicht größer sein als die Summe deines Kontostandes und ein Viertel deines Mannschaftswertes. Das heißt, in der Summe darfst du Gebote für maximal 17,65 Millionen abgeben. Der Computer wird immer das höchste Gebot aller Spieler, welches mindestens dem Richtpreis entspricht, annehmen. Es wird verdeckt geboten, das heißt, die anderen Mitspieler deiner Community sehen deine Angebote nicht. Dies hat den Vorteil, dass du zeitunabhängig die gleichen Chancen hast, den Zuschlag zu bekommen. Jetzt habt ihr natürlich gesehen und könnt mich leicht überbieten, eben einfach mit einer 1 und dann habt ihr den Alaba. Ja, das ist einfach hier als Beispiel. Wenn ihr mitmachen wollt, würde ich mich freuen. Ich weiß gar nicht, wie viele hier mitmachen können. Seid einfach schnell, kommt hier herein und habt ein bisschen Spaß zusammen. Wir werden dann immer mal ein paar Updates machen und schauen, wie es in den Wochen läuft, wer da neu dabei ist. Und wenn ihr Bock habt, schaut einfach rein, lasst vielleicht auch ein paar Kommentare da. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann hier in der Community oder halt in den Videos unter unseren Let's Plays. Macht's gut!